Schild. Gut. Hi, ich bin Laura, ich bin 26 Jahre alt und habe an der HDM Medienmanagement im Master studiert. Und ich bin Lena und ich bin 28 Jahre alt und habe auch Medienmanagement im Master an der HDM studiert. Also wir zwei haben uns auch erst im Studium eigentlich kennengelernt und hatten eben beide im Bereich Innovationsmanagement sehr viel Interesse und haben uns dann beim Startup Weekend auch angemeldet und da eine gemeinsame Idee für unser erstes Startup entwickelt, ne? Genau, und da ging es noch um was ganz anderes. Da ging es um Ehrenamt und eine digitale Plattform, um das mehr oder gerade Jüngeren zu ermöglichen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und dann wurden wir beim Social Impact Lab in Stuttgart aufgenommen und so ging die Reise weiter, dass wir da dann wieder jemanden kennengelernt haben und uns dann letztendlich einem Food Startup angeschlossen haben. Genau. Also wir haben den Proof of Concept, wir haben das Produkt länger entwickelt, das gibt es aber auch schon zu kaufen. Also wir sind in unserem Online-Shop und bei Amazon zu erhalten. Und wir haben den ersten Werkstudenten eingestellt und haben unser erstes Office. Deswegen, genau. Ja. Also es gab jetzt einige Meilensteine, die wir schon erreicht haben und auch mittlerweile haben wir unsere Produktpalette erweitert. Also wir haben noch ein weiteres Produkt jetzt mit dazugenommen, was wir verstärkt promoten und auch ganz gut läuft. Und ja, jetzt sind wir eben gerade so in der Phase, dass wir versuchen, Chilljog noch bekannter zu machen und in die Masse zu tragen, ja. Das flexible Arbeiten ist definitiv etwas, warum ich das sehr genieße und das Team. Ja. Also man sitzt zusammen in einem Raum und sprudelt vor Ideen und auch Aufgaben. Was schwierig wird, so zu koordinieren, weil es echt an allen Ecken brennt in einem Startup. Aber das macht echt extrem viel Spaß, dass du dir den Tag einteilen kannst. Und es ist super vielseitig, ne? Also selbst wenn jeder so seinen speziellen Bereich hat, musst du gerade als Gründer überall mit reingucken und bekommst auch von Prozessen was mit, von denen du davor nie gehört hast, auch jetzt gerade bei uns im Food-Bereich, ne? Wir kommen ja aus der Medienbranche und beschäftigen uns dann mit Themen, von denen wir auch noch nie was gehört hatten. Durchhaltevermögen, definitiv, und hohes Frustrationslevel, ja. Weil du immer wieder vor Herausforderungen stehst und immer dieses Up and Down entlang gehst und das hört auch erstmal nicht auf. Also jetzt speziell an der HDM würde ich sagen, dass die Projekte am allermeisten gebracht haben und tatsächlich auch die Veranstaltungen drumherum. Mhm. Weil ich meine, klar, das Studium an sich ist auch immer hilfreich, aber gerade die Dinge, die man dann nochmal mehr aus eigener Motivation macht, die jetzt nicht nur aufgrund des Stundenplans vorgesehen sind, die haben uns ja auch super viel gebracht. Das war ja genau das mit dem Startup Weekend beispielsweise, was von der HDM angeboten wurde und uns jetzt hierher gebracht hat eigentlich. Da hat es angefangen. Super viele Veranstaltungen wahrnehmen. Ja. Mittlerweile gibt es so viele Angebote für Leute, die was machen wollen im Bereich Unternehmensgründung. So viele Startup-Events, die auch wirklich einen weiterbringen. Wenn man Bock drauf hat, kann man was finden. Und ich glaube, was viele immer hindert, ist, dass sie denken, dass sie nicht alles abdecken. Aber gerade dafür ist ja ein super Team dann da. War bei uns genauso, bei unserem ersten Startup, dass wir gedacht haben, okay, wir haben zwar eine Idee, aber wir sind keine Entwickler, als es noch nicht um Chilljog, sondern um Volunteero ging. Und dann sind wir eben auch einfach zum Startup Weekend, haben die Idee gepitcht und haben dann eben sozusagen unser Team gefunden, Entwickler, die uns dann geholfen haben. Aber letztendlich, wenn es eine coole Idee ist und ein Problem löst, dann nichts wie ran an die Sache. Also, gut, dass du es uns fragst. Ja, auch guter Zeitpunkt, um das zu fragen. Wir stecken nämlich beide noch in der Thesis und haben die auch relativ lange jetzt gezogen, weil wir einfach zu viel zu tun haben. Also wir bringen jetzt auch beide zu Ende, deswegen bin ich jetzt auch eher ein Verfechter davon, das Ganze zu Ende zu bringen, aber das ist natürlich auch immer individuell abhängig. Wir könnten es jetzt auch ohne unser Masterstudium machen, ne? Vor allem, weil wir ja auch alle einen Bachelor haben. Aber natürlich will man dann schon das Ganze noch durchziehen. Also das gibt ja wirklich tatsächlich viele auch erfolgreiche Unternehmer, die dann irgendwie abgebrochen haben oder gar kein Studium haben. Das ist aber auch nur irgendwie die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich. Ja. Gerade wenn es jetzt nur eine, sag ich mal, anfängliche Schnapsidee ist, hey, ich mache das jetzt einfach mal und probiere es mal aus. Dann würde ich tatsächlich sagen, probier es neben dem Studium aus und mach das einfach weiter, weil du weißt nie, ob dann vielleicht doch der Zeitpunkt kommt, wo du sagst, jetzt habe ich echt doch keinen Bock mehr drauf. Das ist echt, der war gigantisch gut. Der war ja, sehr gut für uns, weil es die erste Messe war. Wir gar keine Ahnung hatten, was man da überhaupt umsetzt. Und dann direkt Kundenfeedback, das auch noch gut ist.
Das war echt super cool. Wir haben danach auch relativ viele andere Messen dann noch gemacht. Also wir waren echt so, das erste Jahr waren extrem viele Messen. A, größtenteils Kundenfeedback einzuholen, aber klar, erste Umsätze zu generieren, um dann eben diesen sogenannten Proof of Concept zu haben, der extrem wichtig ist. Ja. Genau. Was natürlich auch ein Highlight war, als wir dann letztendlich beim Notar unterschrieben haben und Co-Founder wurden. Das ist mir noch sehr gut in Erinnerung, weil man eben so lange dafür gearbeitet hat und dann war es mal offiziell. Also es gab noch ein Highlight, die ersten Bewerbungsgespräche für die Stelle unseres Werkstudenten in der HDM. Eat and Talk, glaube ich, heißt es. Da saßen wir draußen und haben da, ich glaube, 8 Leute gehabt, die sich drauf beworben hatten. Es war mega cool, auf der anderen Seite zu sitzen, auch nur für eine Werkstudentenstelle, aber wir hatten echt auch da so ein gutes Händchen, dass wir jetzt jemanden im Team haben, der mega gut passt und der das lebt, als wäre es sein eigenes Startup. Und, so jemanden brauchen wir aber auch wieder, ne? Der hört jetzt nämlich leider auf mit dem Studio, deswegen. Ja, genau, ja. Aber das war auch noch ein Highlight. Ich glaube, ich würde gar nichts anders machen tatsächlich, weil die Reise an sich war genauso wie sie war, perfekt und spannend auch, dass wir jetzt davor ein anderes Startup hatten, was jetzt erstmal auf Eis gelegt wurde. Ist zwar schon erstmal auch ein Dämpfer. Natürlich hätte man am liebsten alles gemacht, aber ich finde, das gehört einfach dazu. Und man hat ja auch gelernt, dann auch mal was sein zu lassen, wenn man merkt, okay, es muss, geht jetzt eben nicht anders. Und ich glaube, dass einen das immer nur reicher macht. Also ich glaube, es ist auch nicht schlimm, mal an was zu scheitern, um dann eben wie jetzt mit dem Startup Chillshock dann erfolgreich zu werden. Ihr werdet als Studenten auf jeden Fall nicht mehr drum herum kommen, Chillshock nicht zu trinken. Ja. Also Chillshock ist super bei Prüfungsangst, bei Stress generell. Und wir hoffen wirklich, dass es sich nicht nur bei den Studenten rumspricht, aber das ist das super Produkt, was jetzt in Stuttgart hoffentlich komplett durch die Decke geht. Und macht was mit Hanf.